Topfgucker TV empfiehlt. So, jetzt habe ich noch für euch noch einen ganz kleinen Trick, und zwar, wenn wir den Lauch schneiden, dann brauchen wir jetzt extra alles so schön in Streifen runterschneiden und dann so gegenschneiden. Wir gehen einfach her, nehmen hier so ein kleines Office-Messer, gehen rein und schneiden einfach von da hinten, beziehungsweise von mittig nach hinten einfach so durch. Ja, okay. So, und jetzt gehen wir her und können dann einfach hier so runterschneiden. Da haben wir dann einige Arbeitsschritte uns einfach dann erspart. Dann geht einfach um einiges schneller und wir haben auch ein gutes Ergebnis. So,